Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X. Heute testen wir den Weg hier nach rechts. Wer bist du? Okay. Ja, da waren wir auch schon. Und es gibt natürlich weiterhin wilde Kämpfe. Ja, super. Bam. Hat er nicht down? Tedus macht gerade extrem geilen Damage, muss ich sagen. Yuna hat's erwischt. Ich wollte von den Zaubern weiter sein als jetzt. Zum Beispiel, gut, die Garzauber habe ich jetzt alle, aber es ist mir immer noch zu wenig. Ich wollte mehr. Mehr, mehr, mehr. As you wish. Farewell. Muss halt überlegen. Ich bin ziemlich am Ende dieses Spiels. Klar ist, ich mache noch Minimum 20 Folgen, weil ich euch noch ein paar Sachen zeige. Zum Beispiel Schwarzer Valvaris, Schwarzer Ixion, Schwarzer Ifrit und so weiter und so fort. Alles später halten. Gerechnet. Aber das ist, glaube ich, ein Teil, um das stärkste Schwert zu bekommen. Nein! Kann man so ein Pech haben. Ari wird es gleich erwischen. War mir ja irgendwie jetzt klar. Aber wir haben jetzt das teuerste hinter uns. Bedeutet, wir werden nichts mehr groß kaufen müssen, außer halt Potions und so weiter. Das ist schon mal super. Klar, ich will noch die eine oder andere Sache zeigen. Mit den legendären Waffen, so was man bekommt, werden wir auf jeden Fall in den Part reinhauen. Wo ich jetzt dafür 100 Stunden erst nochmal leveln muss, rummachen muss, werden wir eben nicht machen. Okay, hier geht's gar nicht weiter. Hier ging es tatsächlich nur zu diesem Schwert. Und ein bisschen Rohrkrepierer ist, dass es hier tatsächlich nur diese eine Art von Monster gibt anscheinend. Es gibt nur dieses eine Monster. Zweimal den, einmal den. Was anderes sehe ich hier einfach nicht. Okay. Königsfedern aus. Tedus. Wir müssen es jetzt beenden. Jetzt geht er down. I hope you like it hot. Feuer. Weil Bettsprache heißt hier nichts. Nichts, was mir jetzt ins Auge gesprungen wäre. Ich werde jetzt mal mit Valvaris kämpfen, weil ich habe jetzt keinen Bock, noch eine Phoenix-Feder hier zu opfern. Weil irgendeiner wird down gehen. Irgendeiner wird fallen. Irgendeiner wird fallen. Fallen, wollte ich sagen. Irgendeiner wird faulen. Ja, der wird verfaulen wahrscheinlich am Ende oder so. Also manchmal. Ich glaube, die können mir gar nichts machen. Finde ich lustig.
Dum 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 dum. In der Luft bin ich unbesiegbar. Genauso aus wie der andere. Macht auch nur 100 mehr. 150. Weg mit dir. So, jetzt noch zweimal, dann haben wir's. Wow! Okay, das reicht auch einmal. Level halt bei Yuna ist auch nicht so schlecht. Wir haben im Moment sehr, sehr. Och. Ja, toll. Sehr, sehr viel, was passiert mit Leveln. Ist halt jetzt einfach mal so. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Möchte ich auch gar nicht ändern, ganz ehrlich. Ich bin froh, dass es so ist, dass wir relativ schnell relativ viel leveln. Und das soll natürlich auch so bleiben. Hat der Tod nicht geklappt. Pech gehabt, ne? Irgendwie dachte ich, ja, hau einmal drauf, dann war's das. Nö, nö. Nee, doch. Yes. Nice. Und jetzt geht's oben weiter. Immer weiter. Heilen. Den Weg nach oben laufen und dann über die Brücke. Dum, 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 dum. Hier links hatte ich aber geholt. Da war nämlich, glaube ich, ein Albert Lexico. Oder eventuell. Vielleicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Sometimes Yuna would just stare off into the distance. I finally understood why. She was saying goodbye to the places she'd never see again. Jetzt sind wir beim Berg Gargaset. Und danach sind wir bei den Ruinen von Senekin. Aber jetzt kommt erstmal die Kimari-Story in diesem Part. Die finde ich besonders cool irgendwie. Es passiert auch was. Summoner Yuna and Guardians, leave here at once. Gagazet is Ronso land,
sacred mountain of Yevon. The mountain will not bear the footsteps of infidels. Enemy of Yevon is enemy of Ronso. Leave, traitors! I have cast aside Yevon. I follow the temple no more. Then you will die by those words. So be it. Yevon has warped the teachings and betrayed us all. Nothing but a bunch of low-down tricksters, eh? Yeah, yeah! Yeah, yeah! We have no regrets. Blasphemers! A summoner and her guardians. Lord Kel'Gronso, if I may. Have you not also turned your back on Bavel? But still, you guard Gagazet as a Ronso, not a maester. Yuna is much the same. Elder Kelk! Let Biron rend them asunder! No escape! Not one! No, we will not flee. We will fight and continue on. You have been branded a traitor, but still you would fight sin? Lost to the temple, hated by the people, yet you continue your pilgrimage? Everything lost, what do you fight for? I fight for Spira. The people long for the calm. I can give it to them. It's all I can give. Defeating sin, ending pain. This I can do. Hier an dieser Stelle ärgere ich mich, dass ich Kimari nicht jedes Mal trainiert habe oder häufiger trainiert habe, weil hier gibt es, glaube ich, einen 1 gegen 1 Kampf mit Kimari am Ende und ich glaube, im Moment sieht es schwierig aus mit ihm. Let them pass. Summoner Yuna, your will is stronger than steel. Tempered steel that even the mightiest Ronso could not hope to bend. Yuna, we bow to your will. Now go. The sacred heights of Gagazet welcome you. We thank you. Ich weiß gar nicht, gibt's hier auch Zufallskämpfe? I'd say it's more like she... Wenn wir auf jeden Fall mit Kimari nochmal trainieren when gehen. When weak people are driven, she keeps going forward. Jetzt eigentlich mir wichtig wäre tatsächlich nochmal shoppen voice. Zu gehen. Mari, gut 11 Stück. Dann nehmen wir schon mal mit, was geht. Weil irgendwas war hier am Ende. Ich glaube, dass wir einen richtig 1 gegen 1 Kampf haben werden. Irgendwie bei Lulu gerade. Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin mit ihm. Nein. Alter! Wie blöd! Ich wollte Nein drücken. Du bist der Shop-Typ, oder?
Die haben mir das Horn gebrochen. Halt! Haven't you bothered us enough? Summoner may pass. Guardians may pass. Kimari not pass! Kimari shame, Ronso brothers. Kimari forget his birth. Forget his people, forget his mountain, little Ronso, weakling Ronso. Mountain hate the weak, hate the small. If you will climb, then I must prove my strength. Think you will win? Oh, nee. You not forget who took your schon. Horn. Never forget. Kimari never beat Brother Biron. Never win. This time, I win. I will win. Why, you... This some kind of Ronso thing? Kimari problem. Biron, rend you a hornless, hornless. Eins gegen zwei auch noch. Not good enough. Tackle bitte nie bei Pokémon. Okay, ich muss erst ihn besiegen. Hey, ich kann aber Blitzer. Eigentlich ganz cool. Ja, Mann. Weak Ronso should know their place. Ne. Gut, eine Runde geht. Jetzt muss ich. Die eine geht. Bevor er sich heilt. Jetzt muss ich. Jetzt. Das habe ich schon gesagt, aber ich muss. Weil dann ist einer schon mal down. Jawohl. Okay, er geht auf Angriff. Heißt für uns einmal heilen. Okay, dadurch, dass wir jetzt Schwarzmagie natürlich haben, habe ich das Gefühl, haben wir doch so einen kleinen Vorteil uns erhascht. Trotzdem kassieren wir zu viel. Vorne was passiert? Einer noch? Hey, ich darf nochmal. Kernspuck. Wenn man zweimal darf, habe ich ein Problem.
schreiben. Doch, es klappt. You win, Kimari Ranzo. Ja, die Schwarzmagie hat uns ein Glück gebracht. Strong is Kimari. Biron is happy. Sacred Mount Gagazet. I honor the name of strong warrior who defeats Biron. Remember always, Gagazet. That name is Kimari. Mountain knows Kimari strong. Kimari may pass. Summoner, we Ranzo will stop pursuers from temple. Truly? Penance for breaking Kimari's horn long ago. We crush enemies following behind. Kimari crushed enemies standing before. You are most fortunate, summoner. I thank you. Ranzo will shine your statue brightest. Thank you. But I fear that no one will make a statue for a traitor such as I am. Then Ranzo will make. With grand horn on head. That would be wonderful. I wanted to see Yuna's statue too, but I wanted to see it with Yuna by my side. Frage ist, ob wir wirklich verfolgt werden. Okay, jetzt gibt's Fights. Summoner Yuna! What is it this time? E-A-U-E. No-bo-ne-no. In der Mund. Er trägt einen Tanga. Voll geil wegen dem Echo. Das ist geil. Das fand ich richtig cool. Und jetzt gibt's Kämpfe. Kann ich hier links hin? Gibt's hier auch was? Kiste. Hab ich gar nicht gesehen. Nein! Okay, es gibt Kämpfe. Und jetzt müssen wir gegen das lila Ding auch noch kämpfen.
Okay, den Kimari-Kampf, vor dem ich mich so ein bisschen gefürchtet habe, haben wir tatsächlich souverän geschafft. Tedus macht nur Damage. Ich wollte Tedus gerade raushauen. Raus aus der Party. Vielleicht hätte ich erst mal heilen sollen. Überlebt. Er hat überlebt. Deswegen kämpfe ich so ungern gegen die. Okay, hier ist leider kein Buch. Weil irgendwo gibt's ein Buch. Is this how it ends then? Wahrscheinlich. Nicht so in Laune, jetzt hier groß rumzuzwitschen, tatsächlich. Und irgendwas war mit diesen Gräbern oder was das da ist. Irgendeine Geschichte gibt es dahinter. Not much has changed in Wir werden sie herausfinden. Hoffentlich. These mark the graves of summoners and guardians who failed. Aber warum wird das uns gesagt? Da muss es doch irgendeinen Zusammenhang geben. Übertreib. Wow. Ich habe jetzt keinen Bock hier down zu gehen. Sind wir vielleicht doch nicht so overlevelt, wie ich dachte? Ein
Andererseits sind wir auch ziemlich am Ende des Let's Plays. Da wäre schon ganz angebracht, auch mal wieder eben nicht overlevelt zu sein. Sind, glaube ich, jetzt alle. Wobei es bei ihm eher Richtung Titus besser gewesen wäre, dann wären wir Richtung Attack gegangen. Okay, HP und Angriff, das finde ich gut. Irgendwo gab es hier noch Marief. Lexikon. Der Yeti ist ein großer Rand im Band. Ifrit. Mal gucken, was du drauf hast. Hier so Monster immer vor der Haustür laufen haben, trainieren die richtig oft, würde ich sagen. Ich freue mich schon richtig auf Senekent. Bald ist es soweit. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er das noch überlebt. Überlebt sogar einen dritten Stark. Vier Schläge für ihn. Mehr geht leider nicht. Wenn ich jetzt Blitz-Ra oder Blitz-Ga oder sowas hätte, könnte ich mich so schön hochheilen. Jetzt kommt er. Wen er noch? Okay, jetzt schlägt er drauf. Nein, doch nicht. Das war's. Hat sich selbst besiegt. Indem er einfach mal 100 Runden wartet. Erbärmlich, Junge. Habe ich keine Lust drauf. Deswegen Ifrit, damit er schön geheilt. Kriegt zwar nur Yuna die EP, aber das ist mir jetzt wert. Zwei Bomber? Nein. Bei dem Glück, das ich habe, kommt aber erstmal der Donner-Typ und macht mich down. Bevor ich mich hochheile an den beiden Bombern. Ah, nee, er ist down, okay. Könnte eng werden, oder? Oh. Reicht genau. Es reicht genau. So, der Kleine wird jetzt groß.
Okay, der hat's nicht gemacht. Blöd ist halt, dass man die EP nicht bekommt. Hab ich da hin? Nö. Ich glaube, jetzt hier links ist tatsächlich dann auch mal der Punkt, wo ich gemeint habe, hier ist das Buch, wenn ich jetzt gleich hier diesen langen, kleinen Fahrtbogen lang gehe. Wäre schön gewesen mit Tod. Das war's mit Lulu und tauschen. Das war's mit Yuna und tauschen. Da. Alle sind wieder da. Finde ich gut. Kimari Wari Dari. Oh, der macht kaum Damage. Nein. So lächerlich. Kann schon nicht mehr klappen. 9,5 glaube ich brauche ich. Obwohl. Ja! Doch klappt. Aber keine 9,5. Habe ich recht? Ist hier oben jetzt ein Buch oder nicht? Es ist ein Buch! Hello, Yuna. I hope you are well. I wonder how old you are now that you're watching this sphere. You must be very beautiful, like your mother. I wish I could see you.
Oh, by the way, Jekt and Orin send their regards. So far, our journey has been very entertaining. Of course, it is a hard journey, but I have no regrets. It is the path I have chosen. Yuna, when you have grown, you will have to find your own path. Do what you must do the way you want to do it. Doors will always open themselves to those who do. Listen close, Yuna. Your future is yours to make. Live the way you want to. Whatever way that may be, you have your father's full support. Yuna, I will always be with you. So, how shall we do this? Allow me.
summoners that die up here aren't sent to the far plane. Why not? Who would send them? They die alone. So that means... many have become fiends, and they may want Yuna's company. Well, Yuna will be... You're right. Greetings, We have met several times before, right? Not running today? I have to carry on my brother's business. You've met him, I think. Oh, wait! My brother, but the temple in... the... he doesn't regret it, though. Don't worry. But... well... hey, this... there's dealing to be done. Welcome... thank you.
I will be sure to... He's doing the... Thank you. Wait.
Allow me. They sure keeping us busy. Better than freezing to death. Let's end this. Yeah!
Acceptable. All this way, only to fail. It must have been tough.
Farewell. Thank you.